Oh, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Bladekitten. In der letzten Folge haben wir uns an dem finalen Boss versucht und sind wirklich gescheitert. So, versuchen wir es nochmal. Also nicht. Irgendwie immer noch. Ja, geil an. Ja, wenn er in der Nähe eines Gegners soll. Warum wird mir das gesagt? Da muss doch irgendwie einen Grund haben. Aber wenn ich Kreis drücke, dann passiert doch nichts. Die sagen wir das nicht umsonst, oder? Was? Da muss ich doch irgendwas mit Kreis machen. Ja, ja, ich drücke Kreis, passiert nichts. Das war ich schon wieder blöd, ein bisschen mehr runter, ey. Ja, ja. Keine Ahnung. Muss ich irgendwie greifen oder was weiß ich? Was? Hab ich das gemacht? Okay. Okay, das war gut. Ich habe mal gemacht. Sehr gut. Oh. Ich frage mich aber nicht, wie ich das gemacht habe. Irgendwie Kreis und irgendwas gedrückt hier. Ja, klappt sowieso nicht. So, ich habe gerade was gemacht, aber ich habe keine Ahnung wie. Geil. So, warte mal. Das ist natürlich ein richtig guter Moment. Hat herausfinden. So, mit Kreis. Kreis hier. Ich bin ein Schwert von dir und dass sie es unterschiedlich wird. Wenn du Kreis gedrückt hältst, wird nicht der Angriff blockiert, sondern ein Gegner aufgespießt. Okay, manche Gegner verfügen über Schild oder Rüstung, die entfernt werden können. Um zu wissen, wann aufspießen. Okay. Sagt ihr mir jetzt erst? Na, komm mal her. Kreis gedrückt halten. Boah, leck mich! So, das heißt, ich hätte die ganzen Schildviecher hier die ganze Zeit so erledigen können. Weil das Schwert, das geht dann irgendwie so auf einen los. Hätte ich die ganze Zeit diese Schildtypen so einfach erledigen können. Boah, leck mich am. Er ist auch voll einfach dann. Bum, 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 bum. Ja, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit runterfallen würde, dann wäre noch gut. Noch gut, noch besser meine ich natürlich. Gut, besser am gutsten. Hm. Ja, hier, komm. Sehr gut. Ich mache Fortschritt. Habe schon gedacht, bei meinen Dingens angefangen irgendwie nichts gebracht hatte. Ich finde, das hätte mir im letzten Part auch noch auffallen können. So, komm. Ja, ich sollte vielleicht diesen Angriff hier einsetzen. Ja, zwei. So. Läuft also. Oh, verdammt. Oh, okay. Auch schon sagen. Da kann ich sie auch nicht treffen. Ja. Verdammt, geht nicht. Egal. Ich soll jetzt jedes Mal treffen, dann wird es da wohl klappen, oder? Sick 'em.
und zack. Oh, sehr gut. Quick, give me your hand. It's bad enough you help the Solas, but the Megassi as well? I'll die here before I take your help. Megassi? I didn't help them. The Salgoon stole that trinket from me before trinket? Solas? The Solas are working for the Megassi. And you handed them the key to wiping out my people. Okay. Mother! What? You're his Jin, get out of here! She's here to kill you! Kill all of us! Run! Run! But the boar hunt, she saved us from it. She retrieved the key for the Megassi. She's going to awaken the dark. The dark are here? Where? I'll die before I tell you that. No. The dark wiped out my people, destroyed my homeworld, killed my family. Well, you've doomed us to the same fate. Sehr gut. Sorry, I hit your mom, kiddo. But is she always that difficult? Not always. Did the dark really kill your family? Yes. Even your mother? Yes, but I'm gonna make sure they don't hurt your mother or you. I'm going to stop the darks this time. Jin, is your mother okay? Did you get to her before Ballard? No, he didn't, Sheriff Head. What are you doing in the middle of all this? I'm supposed to be keeping the peace on this rock, not snooping around and stirring up trouble. So, you used me instead? Yep. Just, I pointed you in the right direction. So? Now what? I'd lay low for a bit. The Megassi have been stepping up their search for Tara Lee and her group. You'll be safe at Iterlop for now. Jin! Mother, you were wrong. She saved you. I guess I was mistaken. Thank you. Huh. It ain't over yet. Doch, irgendwie schon. Das war jetzt der Level. Fortsetzung zum folgenden Episode 2. Was? Okay. Es gibt eine Episode 2? neue Best Friends Forever, was? Okay, da waren aber eine Menge Cliffhanger auf einmal. Ja, die haben mein Volk erledigt. Ja, die werden uns alle töten. Wir haben den Schlüssel ja denen gegeben. Ja, super. Sind alles so viele Cliffhanger gewesen jetzt. Was hat ihr überhaupt? Episode 1 freigeschaltet. Blade-King.com kann ich auch mal gehen. Fortsetzen. Gehen wir mal fortsetzen. Ah, jetzt kann ich ja aussuchen, wo. Okay. Ja, das war ein verdammt kurzer Part. Da gibt es eine Episode 2, da würde mich mal interessieren. Ich glaube nicht, ne? Ja. Und nun? Irgendwie ist die Geschichte jetzt nicht wirklich zu Ende. Finde ich ein bisschen doof. Okay, dann. Credits und so gibt es nicht anscheinend. Also muss ich irgendwie. Oder kann ich hier Credits abspielen? Ja, doch gut. Mitwirkende. Sehr gut. Na gut. Ja, was kann ich über dieses Spiel sagen? Das kommt über ein schwieriger Teil. Ach, muss ich so drücken? Okay. Weiß nicht. Mir hat das Spiel gefallen. Ist so eine nette kleine Abwechslung für zwischendurch, finde ich. Ich fand dieses Klettern-Design richtig gut. Das kenne ich irgendwie nicht so von so 2D-Jump-and-Run-Spiel. Hat mir irgendwie richtig gefallen, dass man überall hochklettern konnte und so. Hat hier mit dem Trick, dass man sich hier so hochkatapultieren kann mit dem Schild. Habe ich zwar sehr spät entdeckt, aber ja. Hat mir auch gefallen. Aber das Kampfsystem, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Irgendwie konnte man sich die Hälfte des Spiels einfach nur so durchprügeln oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Strategie oder so einzusetzen. Und dann waren da irgendwie so Gegner, die konntest du gar nicht erledigen. Bis auch, okay.
sollte vielleicht mal gucken, ob dieser Trick geht hier mit dem Anziehen von dem Schild. Wahrscheinlich geht das auch und ich habe es wieder voll verpennt. Elf des Spiels, jetzt denken wahrscheinlich alle, boah, bist du ein Noob, ey. Aber hier. Was noch? Weil die Charaktere. Ja. So viele gab es jetzt denn nicht, die so erinnerungswürdig sind, fand ich jetzt. Okay, Kid fand ich auf jeden Fall in Ordnung. Weiß nicht. Das Gift, Viech, weiß nicht. Hat hier und da mal irgendwie was gesagt und hatte so einen Auftritt, aber weiß ich nicht. Ja, vielleicht auch nicht irgendwie eine Bedeutung hat, weiß man ja nicht. Ja, diese Blondine, von der hat man auch irgendwie nichts mehr gesehen, nachdem die den Schlüssel hier zurückgegeben hat. Aber ich glaube, die ist auch ein sehr wichtiger Charakter hier im Allgemeinen. Weiß nicht, ich sollte mich mal über den Comic ein bisschen informieren, dann weiß ich vielleicht ein bisschen besser was über die Story. Ich weiß ja nicht, ob jetzt die genaue Story, die jetzt hier stattgefunden hat, auch im Comic vorkommt oder ob jetzt irgendwie Christian Juggernaut's Carrier was. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch weitergeht oder davor spielt, ob das die gleichen Ereignisse sind, ob das hier überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Weiß ich ja nicht. Aber ja. Kann ich mir aber irgendwann mal reingucken. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt ein Webcomic oder irgendwie ein Comic wie ein Comic hier ist. Mit Comicheften. Aber ja, ja. Was soll ich noch so sagen? Storymäßig. Ja. Ein bisschen im Dunkeln gelassen so am Ende. Fand ich jetzt nicht so gut. Ich würde gerne mal wissen, wie es weitergeht, aber. Ein zweiter Teil ist irgendwie, glaube ich, nicht im PlayStation Network verfügbar. Und das Spiel ist jetzt auch, weiß ich nicht, ein paar Jahre alt. Also entweder lassen die sich richtig lange Zeit oder das Spiel kam irgendwie nicht gut rüber und die haben die Episode 2 irgendwie über den Haufen geworfen. Also eins von beiden wird wahrscheinlich sein. Aber naja. Ich glaube. Ich warte jetzt einfach nur, bis die Credits hier alle fertig sind. Ich drücke das hier die ganze Zeit manuell übrigens weg, ne? Ich kann jetzt auch hier so dünn drücken. 100 Tonne, Volro, Tetsch, wen haben wir noch hier? Sol, Centurions, Squamatan, Trooper, keine Ahnung. Und diese roten, die heißen ja Sol, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Ja. Also wir haben das Spiel ja so gut wie möglich abgeschlossen. Ich glaube 100% waren das jetzt, ne? Alle Truhen, alle Skiffs, Datenpacks und so. Ja, war doch scheiße. Nur die Kostüme fehlen uns jetzt nur noch. Verdammt. Aber egal. Das können wir uns schenken lassen. So, ich würde jetzt gerne mal irgendwie die Credits hier beenden. Weil ich mir fällt jetzt nicht mal ein, was ich hier noch sagen soll. Legal Finance, ja genau. Chrome Special Thanks. Welcome to the world. Und das war's. Sehr gut. Dann kann ich ja hier das Projekt beenden. Ich hoffe, einigen hat es gefallen und hat es vielleicht sogar überredet, hier sich das Spiel mal reinzuziehen. Kostet nicht sehr viel. Irgendwie so, weiß ich nicht. 6 Euro oder irgendwie so hat das, glaube ich, gekostet. Ich habe mir irgendwie. Mal gut, als irgendwie ein Schnäppchen irgendwie zur Verfügung war, da hat es irgendwie nur so 2 Euro oder so gekostet, weiß ich jetzt nicht. Aber naja, ich hätte es mir sowieso irgendwann geholt, indem ich ein paar weniger Projekte hatte. Und ja, das Projekt ist Ende. Wie gesagt, ich bedanke mich alle herzlich für Zuschauen von jedem, der sich das Spiel angeguckt hat. Ich hoffe, es hat einigen gefallen. Und ich würde sagen, mein Name ist AniroLP und ich verabschiede mich von Bladekitten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Projekt.